Und bevor wir losgehen, haben wir noch eine letzte Rede. Und zwar von Christoph. Von Christoph Faust von Camberg. Genau, der hier ebenfalls sprechen wird, um seine Solidarität zu Ende gelangt zu bekunden. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich finde es ganz toll, dass viele Umweltorganisationen sich das erste Mal wirklich solidarisch gezeigt haben mit zivilen Ungehorsam, mit solch kraftvollen Aktionen, wie sie Ende Gelände immer wieder organisiert. Der BUND, Oxfam, das Umweltinstitut und auch wir vom Campact und noch viele andere Organisationen haben gesagt, es braucht in diesen Tagen, wo es um den Kohleausstieg geht, mehr als nur diese großen Demonstrationen von gestern, sondern es ist ein ganz wichtiges Signal, wenn Leute sich querstellen. Und ich finde einfach klasse, was ihr macht. Die Taz hat euch geadelt im letzten Sommer als Avantgarde der Klimaschützer. Und ich glaube, das ist eben so ein wichtiges Zeichen. Symbolisch eine Regel zu übertreten, ein Gesetz zu überschreiten angesichts von Unrecht, was viel, viel massiver ist, der Kohletagebau hier im Rheinischen Revier. Genau wegen dieser Aktion hat der zuständige Aachener Polizeisprecher gewarnt, dass das heute ein schlimmer Tag, der schlimmste Tag würde. Ich hoffe, dass es genau umgekehrt wird, sondern dass das heute hier ein Fest der Demokratie und ein Fest von lebendigem aktivistischen Engagement wird. Denn ziviler Ungehorsam, das gehört zu einer lebendigen Demokratie, das gehört zu einem Rechtsstaat. Ich würde sagen, das, was ihr vorhabt, das mag nicht ganz legal sein, aber angesichts des Kohlewahnsinns ist es bitter nötig und mehr als legitim. Ich habe mich auf der anderen Seite auch gefreut, dass es aus der Polizei auch andere Töne gab. Der Einsatzleiter, der Herr Weinsprach, hat gesagt, ich möchte selber heute hier keine Prügelszenen sehen, ich möchte keine Jagdszenen sehen. Das wird ein deeskalativer Einsatz der Polizei. Und ich kann nur hoffen, dass der Einsatzleiter hier recht behält und nicht der Pressesprecher, wo anscheinend ein bisschen unterschiedliches Wording gerade herrscht. Und dass die Polizei hier heute sehr wohl überlegt und sehr bedacht vorgeht. Wir brauchen, glaube ich, heute keinen robusten Einsatz mit harter Gangart, sondern wir brauchen einen, wo jeder Beamte und jede Beamtin mit Augenmaß, mit Vorsicht, mit Bedacht vorgeht. Und ich glaube, heute hat weder ein Schlagstock was zu suchen, noch ein Pfefferspray, weder ein Polizeigriff, noch ein Wasserwerfer, sondern heute muss die Polizei ganz klar sehen, hier gehen bedachte, mündige Bürger auf die Straße, denen die Menschheit wichtig ist, denen das Schicksal unseres Planeten wichtig ist und die sich deswegen widersetzen. Und genau deswegen müssen sie auch so, genau deswegen muss auch so mit ihnen umgegangen werden. Das ist wichtiges Engagement und die Polizei bitte ich heute, sich sehr zurückzuhalten. Und auch nur an euch die Bitte, es ist klar, Ende Gelände steht für friedliche Aktionen, also lasst euch nicht provozieren, wenn vielleicht einzelne Polizisten sich nicht dran halten. Ich glaube, unsere Stärke und unsere Kraft liegt in der Friedlichkeit und in unserer Entschlossenheit. Also Leute, ich wünsche euch alles Gute und lasst uns nicht eher locker lassen, als bis die Kohlebagger endlich stillstehen und die Schlote nicht mehr rauchen. Gemeinsam schaffen wir das. Alles Gute!